Hey Leute, Crimex hier und heute darf ich euch mal zu einem richtigen Spezialvideo auf meinem Kanal begrüßen, meine Freunde. Und zwar wird es heute mal ein Pack-Opening in GTA 5 geben, meine Freunde. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere von euch, ey Crimex, denkst du etwa, du spielst FIFA? Aber nein, Leute, ihr habt richtig gehört, wir werden heute ein Pack-Opening in GTA 5 machen. Und zwar für GTA 5 Geld, Leute. Ja, ein Pack-Opening mit Shark-Cards. Ihr kennt doch bestimmt alle sicherlich diese Shark-Cards, die man sich online kaufen kann. Und diese Shark-Cards sind echt immer verdammt teuer, Leute. Und jetzt stellt euch mal vor, man kann damit Pack-Openings machen wie in FIFA oder sowas. Sprich, ihr könnt euch Packs kaufen und da sind dann entweder, ich sag mal, bessere oder schlechtere Gewinne drin. Boah, Alter, was ein Crash. Und zwar, meine Freunde, werden wir dieses Pack-Opening in GTA 5 am Handy machen mit der App Lootboy. So Leute, kleiner Spaß am Rande. Natürlich könnt ihr das nicht auf dem Handy in GTA 5 sehen, sondern an eurem Handy in Real Life, meine Freunde. Und zwar Leute, dieses Video ist in Kooperation mit Lootboy entstanden. Ich kenne die Jungs auf jeden Fall schon länger, sind auf jeden Fall ein paar korrekte Typen. Und bei dieser Plattform Lootboy habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, da kann man ja eben generell immer solche Pack-Openings machen. Eben mit verschiedenen Spielen und dann kann man alle möglichen Sachen gewinnen. Ob das jetzt irgendwelche Skins bei Spielen sind oder generell irgendwelche Games, könnt ihr da easy gewinnen. Aber das Ganze gab es einfach leider nie mit GTA 5, Leute. Und da ich einfach GTA 5 liebe, meine Freunde, ihr kennt es, ich spiele GTA 5 Daily seit dem Release, habe ich mich jetzt natürlich mega gefreut, dass es da jetzt auch ein GTA 5 Paket gibt. Um genau zu sein, gibt es da jetzt sogar ein iCrimex Paket. Und da ich die beiden Jungs kenne, die diese Plattform gegründet haben, haben die einfach ein iCrimex Paket erstellt. Auf jeden Fall danke an euch Jungs. Und bei diesem iCrimex Paket könnt ihr einfach motherfucking Shark Cards ziehen. Und zwar checken wir das Ganze einfach mal gemeinsam an meinem Handy aus. Link ist unten in der Videobeschreibung zu finden. Ihr könnt das Ganze auch am PC machen. Aber ich dachte mir, ich finde das Ganze am Handy irgendwie ein bisschen cooler, die App. Da gibt es jetzt solche verschiedenen Packs, Leute. Und zwar, wenn ihr euch registriert, dann habt ihr direkt erstmal 2000 Münzen frei und das heißt, ihr könnt direkt schon mal das erste dicke Pack aufmachen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Wir machen jetzt hier einfach mal für 2000 Coins so ein Loot-Pack auf, meine Freunde. So, komm jetzt, oh, jetzt hier schön der Dab, meine Freunde, ist auch schon am Start. Jetzt holen. Okay, Code einlösen. Let's go, let's go, let's go. Oh mein Gott, okay, das ist unser erstes Pack. Komm schon, gib mir direkt eine dicke Shark-Card, Alter. Wir öffnen das, obwohl ich weiß gar nicht, ob es bei den anderen gibt. Also, ich glaube, es gibt nur bei GTA-Packs Shark-Cards. Egal, wir öffnen das jetzt auch einfach mal. Zack, wird aufgerubbelt und, wow, okay, was haben wir denn jetzt hier so am Start? Ich würde sagen, wir fügen das erstmal jetzt alles zu unserem Inventar hinzu und ihr könnt schon sehen, bei meinem Inventar habe ich schon ein paar mehr Sachen am Start. Ob das jetzt solche Sachen sind wie ein 100-Euro-Gutschein von ISO, ist eine Monitormarke, oder eben auch andere Spiele, die zum Beispiel gratis sind oder auch Guthaben in anderen Spielen. Also es dreht sich rund um Gaming, meine Freunde. Wer auf jeden Fall ein aktiver Zocker ist, der wird da immer was finden. Auch teilweise richtig geile Spiele, so im Wert von über 20 Euro oder so bei Steam, kriegt ihr ja auch teilweise in den Packs. Was haben wir jetzt hier gezogen, Leute? Wir haben jetzt hier direkt mal eine 30-Euro-Rabattkarte für ISO. Ich habe davor schon mal 100-Euro-Rabattkarte und jetzt nochmal 30-Euro-Rabatt, Digga, bei ISO, richtig heftig. Wenn ihr jetzt dann irgendetwas gezogen habt, wählt ihr das dann einfach aus und klickt dann auf hier freirubbeln, Leute. Und wie ihr es jetzt hier gerade an meinem Display sehen könnt, ihr könnt es hier richtig freirubbeln, auf jeden Fall richtig nice. Und jetzt habe ich hier meinen Gutscheincode LOOTBOY30 und wisst ihr was, Leute, auf meinen Nacken. Wer es jetzt einen ISO-Monitor gönnen will, hier LOOTBOY30, Alter, nutzt meinen Code. Ich habe zwei neue Monitore erst bekommen. Und so funktioniert auf jeden Fall das grundlegende Prinzip von Lootboy. Also wer früher auf jeden Fall diese Fußballkarten, Panini-Packs oder so geöffnet hat oder wer jetzt mittlerweile auf FIFA-Packs steht, meine Freunde, für den ist das auf jeden Fall was. Stellt euch einfach vor, ihr habt diese Pack-Openings rund um Gaming bei allen möglichen Spielen und jetzt eben auch für GTA 5. Ich würde sagen, wir werden jetzt endlich mal ein GTA 5-Pack öffnen. Ich hoffe, da sind ein paar Lackschuh-dicke Shark-Cards dabei, meine Freunde. Und zwar ist es hier das iCrimex-Paket, Leute. Das hat sogar meinen Namen bekommen, Alter. Richtig geil. Dieses iCrimex-Premium-Paket ist auf jeden Fall für GTA 5. Es geht um Shark-Cards, Leute. Wir wollen heute richtig dick Geld rausholen. Komm, Alter. So, ach ja, noch als kleine Info. Ihr müsst, wie gesagt, bei dieser App nicht unbedingt Geld ausgeben. Es ist zwar bei den Packs, so bei manchen Packs, dass man diese für zum Beispiel bei meinem iCrimex-Paket 1 Dollar eben sich die holen muss. 1 Dollar, sage ich schon, 1 Euro oder 99 Cent holt man die sich. Und dann öffnet man die und wie gesagt, es ist immer etwas drin. Es ist nicht irgendwie gewinnspielmäßig, dass ihr nichts gewinnt, sondern es ist immer etwas dabei. Und wer irgendwie keinen Bock hat, Geld auszugeben, der kann zum Beispiel auch, wenn er mal Langeweile im Unterricht hat, hier diese Comics lesen, die ihr jetzt sehen könnt. Und da bekommt ihr eben auch immer Coins. Wir klicken jetzt hier einfach mal irgendeinen Comic an, meine Freunde. Zack, ziehen wir uns rein, sag swipe mal einfach mal durch und gehen wir wieder raus. Und jetzt haben wir 350 Loot-Coins dafür bekommen. Also wenn euch langweilig ist, lest die Comics durch. Die sind auf jeden Fall auch sehr cool, kommen jede Freitag neue. Und da bekommt ihr dann auch immer noch 350 Coins. Aber, ey, wir haben jetzt hier echt schon lang genug rumgemacht. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal ein paar GTA 5 Packs öffnen. Ich habe schon richtig Bock. Und ich hoffe, dass sind ein paar dicke Shark-Cards dabei. Denn wenn da Shark-Cards dabei sind, dann werde ich die hier einfach alle im Video. Leute, ich werde euch hier einfach die Codes anzeigen. Dann könnt ihr euch daran bedienen, Alter. Gönnt euch. Deswegen schaut auf jeden Fall jetzt rein. Und wenn wir jetzt gleich eine Shark-Card ziehen, dann gewinnt natürlich der, der das als erstes benutzt. Was man auf jeden Fall nicht vergisst,
vergessen darf, wenn ihr zum Beispiel eine Karte gezogen habt, mit der ihr nichts anfangen könnt. Zum Beispiel habe ich jetzt hier eine Good Game Empire Starter Paket im Wert von 15 Euro. Ich spiele kein Good Game Empire. Dann könnt ihr zum Beispiel auch die Karten schreddern, Leute. Genau, ja, weg damit. Also wenn ihr irgendwas nicht braucht, dann schreddert ihr das, bekommt ihr auch direkt wieder eure 100 Blood Coins raus. Genau, 100 Blood Coins. Genau, 100 Blood Coins habe ich jetzt bekommen. Das heißt, ihr könnt die Karten direkt auch wieder verchecken quasi. Ich feiere das, Leute. Ich habe früher auch immer Fußballkarten, Wrestlingkarten, jeden Scheiß gesammelt, ey. Und das war immer richtig geil mit diesen Paketen und so. Ist das halt eben auch so ein bisschen die Aufregung. Ich würde sagen, da ich euch jetzt hier nicht meinen Zahlungsprozess einblenden will, kauft jetzt einfach mal ein paar Pakete und dann werden wir die jetzt gleich gemeinsam öffnen. So, meine Freunde, das ist unser erstes Paket. Komm schon, bitte gib mir eine dicke 50 Euro Shortcut, Alter. Eine 8 Millionen Dollar Shortcut will ich jetzt haben. Während das Pack jetzt, ich mache das hier jetzt gerade mal am PC, Leute, weil es für mich einfacher ist aufzunehmen. Könnt ihr, wie gesagt, alles auch am Handy in der App machen. Geht für Android und iOS, aber gut, komm, jetzt öffnen wir mal das Pack und come on, come on. Was haben wir gezogen? Boah! Leute, ich schwöre, erstes Paket. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf meinen Kanal, auf das Leben meiner Familie. Ich weiß, das darf man nicht machen, aber das war mein erstes Paket. Und ich sehe hier schon eine Sharkard. Ey, kommen wir einfach mal ins Inventar rein. Alter, eine 200.000 Dollar Sharkard ist, glaube ich, die kleinste. Wie gesagt, es gibt ja auch 8 Millionen Dollar Sharkard. Ey, wie geil ist das? Ey, wie viele Eisengutscheine habe ich mittlerweile? 30, 100. Wir haben hier nochmal einen 100 Euro. Ich gönne euch den jetzt hier einfach mal. Zack, Loot bei 100 hier auf meinen Nacken. Gönnt euch, wer Eisenmonitor haben will, hat jetzt hier schon mal was gespart. Hier nochmal 30 Euro. Nochmal Loot bei 30. Alter, ihr könnt, spart einfach Geld, Leute. So, aber jetzt kommen wir zur Sharkard. Alter, Game Duel 20 Euro Spiel. Leute, ich feiere das. Ich feiere das. Man kriegt einfach immer irgendwie, ich schwöre auf alles, man kriegt immer irgendwas raus. Hat mich jetzt 99 Cent gekostet, das Paket. Allein schon die ganzen dicken Monitor-Gutscheine, die ich hier habe. Aber Leute, jetzt kommen wir zu dem Cash-Card. Jetzt kommen wir hier zu dieser Shark-Card, meine Freunde. 200.000 Dollar ist, glaube ich, die kleinste. Wer will 200.000 Dollar haben, ich würde sagen, ich öffne euch die jetzt einfach mal. Und wer es als erstes eintippt, der hat jetzt 200.000 Dollar in GTA 5 gemacht. Leute, hier der Code, gönnt euch mal. Also ihr merkt, heute wird auf jeden Fall hier jeder gewinnen. Boah. Boah, komm, Alter, jetzt beim zweiten Pack wieder so ein Pack-Luck wie beim ersten. Wie gesagt, 99 Cent und wir öffnen das jetzt einfach mal. Come on, Pack-Luck, Alter. Was haben wir diesmal? Also diese Coins bekommt man immer. Damit kann man dann, wenn man 2000 Watt wieder so ein grünes Loot-Pack öffnen. Ah, scheiße, ich sehe keine Shark-Karte. Ich sehe keine Shark-Karte. Doch, Digga. Ah, nee, oh, ich voll Idiot. Das war von gerade. Ich voll Idiot. Ich dachte, wir hätten noch einen. Aber nee. Wir haben eine, was haben wir denn hier alles? Ja, 15 Euro Rabatt bei Mionix. Irgendeine Maus, keine Ahnung, Leute. Wer sich da eine Maus gönnen will, Gaming Maus hier, ihr gönnt euch den Code. Smite, Leute, Smite ist sowas wie League of Legends. Ich weiß nicht, ich zock das nicht, aber gönnt euch den Code. Warzone und keine Ahnung, das juckt mich nicht so, die Games hier. Boah, ey, komm, wir brauchen jetzt noch Sharkcards, Leute. Ich will euch Sharkcards gönnen. By the way, meine Freunde, ihr könnt natürlich auch die Sharkcards entweder schreddern, das heißt, ihr bekommt 100 Loot Gold dabei raus oder Loot Coins, oder ihr könnt es auch an eure Freunde weiterschicken. Zum Beispiel, ihr habt einen Kumpel, der jetzt in dem Fall Smite spielt, könnt ihr dem auch einfach weiterschicken, könnt ihr euren Freunden auch noch was Gutes tun. Und ich würde sagen, komm, Digga, ich brauche jetzt hier das heftigste Packlack, Alter. Komm, gib mir eine 8 Millionen Dollar Karte und let's go. Komm, komm, ich kann nicht hingucken. Digga, ich kann nicht hingucken. Ich kann nicht hingucken. Ja, Boss! Da ist die Shark-Card, Digga. Da ist die Shark-Card. Ey, das, ich schwöre, Leute, dass jetzt das dritte Pack kommt. Komm, zum Inventar. Ich weiß gerade nicht welch. 1,25 Millionen Dollar. Get your Geld, ey. Boom. So, komm, was haben wir hier? Erstmal noch Hardware. Keine Ahnung, irgendwas 30 Tage werbefrei. PC, GH ist das. Keine Ahnung, Games Hardware. Leute, gönnt euch, wer dieses Magazin abonnieren will hier. Aber, oh mein Gott, Digga. 1,25 Millionen Dollar. Wer will sie jetzt haben in GTA 5? Komm, ich gönne euch, meine Freunde. Heute auf iCramix seinen Nacken. Ich weiß nicht, wie viel Geld das ist in echt. Ich glaube, irgendwas um die vielleicht 10 Euro. 10 Euro, irgendwie sowas. Kostet die Sharkcard. Und hier ist der Code eingeblendet. Der Erste, der es natürlich eingetippt, kriegt den Code wieder. Ey, ich feier. Leute, lasst mir ein Like da, wenn ihr öfter diese Pack aufnimmt. Ich feiere das voll, Digga. Das, ich werde gerade voll süchtig danach. Viertes Pack, meine Freunde. Nothing special. Scheiße. Diesmal keine Sharkcard, aber wie gesagt, man hat immer irgendwas. Es sind irgendwelche Gratis-Spiele, die ihr dann bei Steam einlösen könnt. Spiele, die bis zu 20 Euro oder so kosten, könnt ihr dann gratis einlösen. Boah, zum Beispiel hier Tropico 4 ist eigentlich ein ganz cooles Spiel, habe ich mal gehört. Hätte man jetzt hier zum Beispiel gratis mit dabei. Ihr merkt, die mit dem goldenen Rand sind immer die besten. Aber leider keine Sharkcard. Komm, ein Pack machen wir noch, Leute. Komm, Pack Nummer 5. Das gibt jetzt eine 8 Millionen Dollar Sharkcard. Komm, bitte, bitte, bitte. Wir müssen den Pack-Gott zufriedenstellen. Komm, Pack, Luck, Pack, Luck. Okay, meine Freunde. Pack Nummer 5, komm, let's go, let's go, let's go, let's go, komm, bitte, 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 eine 8 Millionen Dollar Sharkcard für meine Abonnenten, gönn meinen Abonnenten eine 8 Millionen Dollar Sharkcard. Lass mir jetzt ein Like da und ich würde sagen, komm, ich kann nicht hingucken, Digga. Ich kann wieder nicht hingucken. Nein, Leute, keine Sharkcard mehr, nein, scheiße. Leider keine Sharkcard mehr, meine Freunde. Aber The Walking Dead, Alter, das ist ein geiles Spiel, for free, ey.
Geil, muss ich mir nicht kaufen. Wollte ich mir immer noch holen, ich bin ein riesiger The Walking Dead Fan, aber nice. Wenigstens das dabei. Ach, scheiße, Leute. Fuck. Okay, aber immerhin zwei Karten, Leute. 200.000. Ihr habt die Codes eingeblendet gesehen und 1,25 Millionen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr vielleicht öfter mal so ein Pack-Opening sehen wollt, wie gesagt, ich fand das mega witzig, lasst mir gerne mal ein Like da. Checkt die App Blutboy ab, meine Freunde. Link ist unten in der Videobeschreibung. Registriert euch da. Meldet euch einfach an. Wie gesagt, ihr könnt schon Packs öffnen, ohne auch nur einen Cent auszugeben. Lest die Comics und so weiter. Dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Cranex.